dass jetzt 400 Leute durch islamistischen Terror hier in Berlin ums Leben gekommen wären, was dann in Deutschland los wäre. Jetzt sterben die halt durch den Klimawandel, fallen halt um, irgendwo im Altersheim, durch irgendwo einen Schlaganfall oder sonst irgendwas infolge dann der Hitze. Und ja, das wird dann gar nicht groß zur Kenntnis genommen. Wir sind heute in der HTW. Bei mir oder bei uns zu Gast ist Herr Professor Quaschning. Stellen Sie sich mal ganz kurz vor, obwohl ich glaube, dass Sie alle kennen, aber trotzdem. Ja, wahrscheinlich noch nicht, aber genau. Mein Name ist Volker Quaschning. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme hier in der Hochschule für Technik und Wirtschaft, der HTW Berlin. Und im Frühjahr habe ich auch die Scientists for Future mitbegründet. Da haben mich wahrscheinlich auch der eine oder andere mal irgendwie auf dem YouTube-Kanal oder auch im Fernsehen gesehen. Einen eigenen YouTube-Kanal betreibe ich auch und deswegen kennen mich vielleicht der eine oder andere. Den wir natürlich auf jeden Fall verlinken werden, das ist ja klar. Ja. Herr Professor Quaschning, hatten Sie heute schon einen Telefonanruf von Frau Merkel oder von Herrn Altmaier? Naja, die sind ja, glaube ich, erstmal mit ihrer GroKo beschäftigt, dass sie für den natürlich Energiewende und der Klimaschutz irgendwie derzeit nicht von Interesse sind. Das merkt man auch bei den Beschlüssen. Also die haben noch nicht bei Ihnen heute angerufen, weil ging ja heute durch die Nachrichten, dass Deutschland jetzt auf Platz 3 des Klimarisikoindex ist von German Watch. Das heißt, der Klimawandel kommt bei uns an, der ist angekommen und da hatte ich so ein bisschen gedacht, die beiden rufen mal an und sagen, kommen Sie mal vorbei. Retten Sie das sinkende Schiff? Ja, es ist ja schon krass, was hier passiert. Wir hatten ja diesen Dürresommer, jetzt gibt es auch die ersten Studien, was das für Folgen hatten. Also gerade diese hohen Temperaturen sind ja auch gesundheitsschädlich. Also wir sehen das gerade bei alten Leuten, dass also auch wirklich dazu führt, dass die Leute einfach vorzeitig versterben. Und wir hatten also 2018 hier in Berlin über 400 vorzeitige Todesfälle aufgrund des Klimawandels. Das heißt, der Klimawandel sorgt auch schon hier in Deutschland für Tote. Und eigentlich müssten wir da jetzt, man müsste sich mal vorstellen, dass jetzt 400 Leute durch islamistischen Terror hier in Berlin ums Leben gekommen wäre, was dann in Deutschland los werden. Jetzt sterben die halt durch den Klimawandel, fallen halt um, irgendwo im Altersheim, durch irgendwo einen Schlaganfall oder sonst irgendwas infolge dann der Hitze. Und ja, das wird dann gar nicht groß zur Kenntnis genommen. Und das ist eigentlich sehr schade. Und die Politik reagiert einfach mit Aussitzen, wie man das im Prinzip jetzt auch seit Jahren sieht. Und da ändern solche Hiebsbotschaften auch nichts dran. Ja, jetzt ist es so, in unserem Kanal, wir berichten ja auch viel über erneuerbare Energien und den Umbau des Energiesystems, nicht nur Elektromobilität, sondern diese ganze Thematik ist irgendwie drin. Wir bekommen ganz viele Kommentare, vielleicht auch gerade von dir oder von dir, wie auch immer, die dann uns schreiben, also 100% erneuerbare Energien in Deutschland, das geht überhaupt gar nicht. Soll denn auch noch der letzte Baum irgendwie gefällt werden? Herr Professor Quaschning, vielleicht sind Sie der beste Ansprechpartner dafür. Wie sieht die Vision für Deutschland aus in 20 Jahren, wenn wir uns 100% mit erneuerbaren Energien versorgen? Wie sieht dann Deutschland aus? Also, dass man mal in die Geschichte gucken muss, das zeigt uns ja, dass es geht. Bis 1750 hatten wir ja schon 100% erneuerbare Energien. Waren halt alte Windmühlen und alte Wasserräder. Das heißt also, wir müssen halt jetzt nur den Shift machen zu den neuen Technologien. Das heißt also, wir werden auch wieder die Erneuerbaren verwenden, wie früher auch, aber halt jetzt keine alten Holländer-Windmühlen, sondern das Moderne, wo halt Strom rauskommt, Solarenergie. Wir brauchen natürlich deutlich mehr Energie als vor 250 Jahren, aber wir haben das entsprechend durchgerechnet. Die Hauptenergieträger werden die Solar- und die Windenergie sein. Man kann ein bisschen mit Biomasse, mit Wasserkraft machen, aber da fehlen in Deutschland so ein bisschen die Potenziale. Für die Wasserkraft haben wir nicht genug Berge, Biomasse, so viel Wald haben wir auch nicht, dass wir da nennenswerte Beiträge decken können. Und dann wird das halt im Wesentlichen die Solar- und die Windenergie sein. Und die Solarenergie, wesentlich für den Sommer, da können wir locker 30-40% unseres Gesamtenergiebedarfs decken. Brauchen wir so rund 1% der Landesfläche. Ein Großteil davon können wir auf die Dächer packen von den Solarmodulen, Teil noch auf die Freifläche. Dann haben wir diese 30-40% Solarstrom. Den Rest werden wir mit Windenergie machen müssen. Einen Teil davon auch durchaus in die Nordsee. Die werden wir auch sehr stark nutzen, weil das am wenigsten Widerstände hat. Aber wir werden auch viele Windräder an Land brauchen. Das heißt, wir müssen die Anzahl der Windräder, die wir jetzt haben, nochmal gut verdoppeln. Und dann kommen wir in etwa hin. Also das heißt, eine Verdopplung der Anzahl der Windräder sollte reichen. Jetzt weht nicht immer Wind, das ist auch mal so ein Argument. Und wir sind ja heute hier zusammen vor diesem wunderschönen alten Auto-Union, weil das auch so ein bisschen dieses Spannungsfeld, diesen Shift, den Sie gerade angesprochen, sehr schön symbolisiert. Wir wissen das alle, ich betreibe auch eine Photovoltaikanlage, da ist im Moment nichts zu holen oder so gut wie nichts zu holen. Wind weht auch nicht jeden Tag. Das Argument, was immer wieder kommt, ist, ja, aber wie macht ihr das, wenn wir 14 Tage Dunkelflaute haben? Das ist so der Klassiker. Genau. Deswegen brauchen wir natürlich Speicher, ist ja vollkommen klar. Also wenn ich hier schwankende Energieformen habe, natürlich kann ich, wenn ich nur Solar- und Windenergie ausbaue, keine Versorgungssicherheit hinkriegen. Dazu brauchen wir Speicher. Das heißt, wir werden eine Kombination von Speichern sehen, erstmal im Kurzzeitbereich, vor allen Dingen dann auch Batteriespeicher. Die sind relativ effizient.
theoretisch kann man auch ein Elektroauto als Speicher verwenden. Also die haben ja relativ große Batterien. Da arbeitet man noch dran, dass man zum Beispiel, wenn wirklich so eine Situation ist, dass man auch einen Tag lang den Strom aus der Elektroautobatterie zieht, wenn ich keine weiten Strecken fahren will, durchaus eine Möglichkeit. Ansonsten haben wir dann einfach noch Batterien bei dann im Hausspeicherbereich, also die gleiche Technologien. Denken wir sogar über Second Use nach, also dass man alte Autobatterien ausbauen, in die Keller stellen. Diese Batteriespeicher werden aber nur helfen, wenige Stunden oder wenige Tage. Wenn man da jetzt Wochen überbrücken wird, wird das viel zu teuer. Und da kommt dann eine zweite Speichertechnologie ins Leben, das ist die Power-to-Gas-Technologie. Das heißt, wir nehmen dann die Überschüsse, die wir dann auch haben. Wenn wir viel, viel Solar und Wind haben, werden wir einfach im Sommer viel zu viel Strom haben. Da machen wir dann über Elektrolyse Wasserstoff. Man kann das auch noch aufbereiten in Methan, was kompatibel ist mit Erdgas. Und den kann man dann in bestehende Erdgasspeicher reinpacken. Und das Schöne dabei ist, wir haben ausreichend Erdgasspeicher, die sind eigentlich schon da. Das heißt also, wir brauchen nur noch die Elektrolyseeinheiten, die aus dem Strom das Gas machen. Und wir brauchen natürlich dann noch die Gaskraftwerke, die das zurückverstromen. Mhm. Und da gibt es Dutzende von Studien, die mittlerweile zeigen, dass man damit problemlos eine versorgungssichere Energieversorgung in Deutschland aufbauen kann. Und der Strompreis steigt und steigt und steigt? Naja, momentan ist es so, dass wir ja die Solar- und die Windenergie durch unsere Forschungsaktivitäten extrem preiswert gemacht haben. Das heißt also, die Photovoltaik ist mittlerweile die preiswerteste Art der Energieversorgung. Das heißt, wir können für 4 Cent pro Kilowattstunde mittlerweile bei neuen großen Solaranlagen Solarstrom erzeugen. Wenn Sie jetzt ein neues Kohlekraftwerk hinbauen, dann sind wir irgendwie bei 6 bis 8 Cent. Ein Atomkraftwerk liegt irgendwie bei 15. Mhm. Also das heißt, da liegen wir auf alle Fälle mit dem Solarstrom günstig. Wir brauchen natürlich noch die Speicher, die kommen nochmal obendrauf, sodass wir davon ausgehen, wenn wir über so einen Zeitraum von 20, 30 Jahren rechnen, dass es, sage ich mal, im Wesentlichen in etwa das gleiche kosten wird pro Kilowattstunde, was wir heute haben. Am Anfang muss man natürlich investieren. Das ist halt immer so die Krux. Das heißt, wenn man eine neue Technologie einführt, muss man erstmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das müssen wir tun. Wenn wir über einen Zeitraum von 20, 30 Jahren rechnen, dann ist das durchaus kein Problem und sollte sehr gut bezahlbar sein. Vor allem, ich glaube, man vergisst auch häufig zu erwähnen, dass ja letztlich die fossile Energieerzeugung ja auch Folgekosten bringt, die wir auch alle zu zahlen haben. Genau, die wären da noch gar nicht drin. Genau. Also wir haben weder die Langzeitkosten bei der Kernenergie, da haben wir ja auch die Entsorgung. Wir haben bei den fossilen Energieträgern natürlich die Klimafolgeschäden. Wir haben auch Gesundheitsschäden, das wissen wir gar nicht. Also gerade bei Kohlekraftwerken, das sind ja mit die größten Quecksilberschleudern hier in ganz Deutschland, das natürlich auch für Gesundheitsschäden sorgt. Die würden ja dann auch wegfallen durch die erneuerbaren Energien und wir sparen dadurch an anderer Seite was bei den Krankenkassenbeiträgen, bei den Rücklagen, die wir für den Klimaschutz dann brauchen. Und das heißt also, unter volkswirtschaftlich gesehen sind natürlich die Systeme dann auf erneuerbaren Energien wesentlich preiswerter. Aber wenn wir jetzt diese ganzen Klimakosten rausrechnen, was ja jetzt auch immer getan wird, sonst würde ich ja gar kein Kohlekraftwerk oder Atomkraftwerk mehr wirtschaftlich betreiben können. Selbst unter diesen Gesichtspunkten, wenn ich gar keine Klimafolgekosten berücksichtige, sind erneuerbare Energien dann langfristig auf alle Fälle konkurrenzfähig. Mhm. Ist es sinnvoll, auch das ist eine Frage, die immer wieder kommt, dass Deutschland sich komplett selber versorgt, auch bezüglich der oder in Hinsicht der Speicher? Oder wäre es nicht sinnvoll zu sagen, wir Europa bildet einen Verbund? Ich sage jetzt mal, wir haben in Nordeuropa vielleicht die Pumpspeicherkapazitäten, die wir hier bei uns nicht haben. Wir haben in Südeuropa vielleicht auch Solarkapazitäten, einfach weil mehr Sonne ist, höhere Einstrahlung. Ist es sinnvoll, Deutschland vielleicht auch ein bisschen im Verbund zu sehen? Ja, also Verbund hilft manchmal, aber es kann nicht die Lösung sein, weil wir kaufen das natürlich durch enorme Speicher, durch enorme Leitungskapazitäten. Also muss man einfach überlegen, das, was wir heute an Leitungen ins Ausland haben, ist sehr, sehr begrenzt. Wir exportieren ja auch schon relativ viel Strom. Zeitweise würde man sogar noch gerne viel mehr Strom exportieren, weil einfach man ja viele Kohlekraftwerke hat, die man gar nicht auslasten kann. Geht momentan gar nicht, weil dann die Leitungen irgendwann im Anschlag sind. Da kann man jetzt versuchen, über die nächsten 10, 15 Jahre neue Leitungen bauen, aber man sieht, das ist natürlich noch umstrittener wie der Aufbau von Windkraftanlagen. Und das, was ich dann jetzt hier in 10, 15 Jahren an Leitungen zubauen kann, ist doch sehr begrenzt. Deswegen werden diese Möglichkeiten, ins europäische Ausland was hin und her zu schieben, die sind zwar da, aber die werden ein paar Prozentpunkte des Energiebedarfs abdecken können. Nicht, dass ich sage, ich hole mir die Hälfte aus dem Ausland. Dazu ist es gar nicht möglich, die Leitungskapazität zu schaffen. Dann ist das also ein Argument oder ein Plädoyer für eine verstärkt lokale, regionale Energiespeicherung und Erzeugung? Also wir müssen, wie gesagt, für den Klimaschutz ja immer diese Zeitachse im Hintergrund belangen. Wollen wir wirklich das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten und auch dieses 1,5-Grad-Ziel, was also dringend empfohlen wird, um die Klimafolgen nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, sollten wir in den nächsten 15 bis spätestens 20 Jahren klimaneutral werden. Dann kann man sich überlegen, wie viele Leitungen man in der Zeit kriegt. Das wird sehr, sehr begrenzt sein. Und wenn wir es dann wirklich schaffen wollen, dann auch klimaneutral aus eigener Kraft zu werden, dann müssen wir einen Großteil im eigenen Land machen. Nicht alles, aber man kann jetzt nicht davon ausgehen, ich höre jetzt schon wieder, naja, dann importieren wir halt die Hälfte. Wo soll das herkommen? Wie soll das nach Deutschland kommen? Die Fragen sind gar nicht beantwortet und werden sich in 20 Jahren auch gar nicht klären lassen.
Wir bekommen immer wieder auch eine ganze Menge Kommentare von so, ich nenne sie jetzt mal Gruppen, wie zum Beispiel Nuklearia oder zum Beispiel von Vernunftkraft, wie sie sich nennen, die massiv gegen den Aufbau der erneuerbaren Energien argumentieren. Gerade die Gruppe rund um Nuklearia, die argumentiert ja sehr stark für ein Comeback der Atomenergie, erzählt was von Atomgeneratoren der vierten Generation, die ihren Müll selber fressen und daraus Strom erzeugen. Ist das ein Weg? Ich frage mal ganz offen, ich bin kein Physiker, aber ist das ein Weg, vielleicht doch die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern, weil wir mit dem Kohleausstieg zu lange brauchen und dann vielleicht über doch den Neubau von Atomkraftwerken zu sprechen? Also es ist ja sehr interessant, wie so diese Aufmerksamkeit oder die Begeisterung für Kernenergie sich verändert. Wir haben immer diese großen Unfälle, wir hatten Harrisburg, wir haben Tschernobyl, wir hatten jetzt dann Fukushima. Danach will keiner mehr was von Kernenergie wissen. Wenn dann 3-4 Jahre ins Land sind, dann ist man der Meinung, naja, irgendwie ist ja derzeit nichts passiert. Ab jetzt ist die Kernenergie sicher, ist es ja nicht. Also wir haben bei den ganzen Kernkraftwerken auch alte Technologien. Einfach mal eine 747 in ein Kernkraftwerk reinfliegen, dann haben wir die gleichen Problematiken wie in Fukushima in dicht besiedelten Regionen in Europa wäre eine Katastrophe. Nicht vorzustellen. Deswegen sollten wir einfach gucken, dass wir aus diesen Technologien raus können. Man kann versuchen, mit neuen Kraftwerkstechnologien sichere Anlagen zu bauen. Das ist durchaus möglich, Anlagen zu bauen, die durchaus diese ganzen Extremer vielleicht auch aushalten können. Nur die sind halt einfach extrem teuer. Das heißt, da gibt es Ideen, jetzt auch in Großbritannien oder so Anlagen zu bauen. Da werden Preise abgerufen, die dreimal so hoch sind wie für Solar- oder Windstrom. Das heißt, warum soll man auf eine riskante Technologie setzen, die dreimal so teuer ist wie erneuerbare Energien? Das erschließt sich mir nicht. Also das ist dann in Ländern interessant, die militärische Optionen haben. Nicht? Also Großbritannien, Frankreich sind Nuklearmächte. Die wollen das dann auch für ihre Waffentechnik haben. Da spielen dann auch andere Rollen. Aber für Deutschland ist das irgendwie als Nicht-Nuklearmacht nicht eine wirklich sinnvolle Alternative. Und wenn alle auf die Kernenergie setzen würden, werden auch die Uranvorräte relativ schnell zur Neige gehen, weil die sind auch ähnlich begrenzt wie das Erdöl. Und deswegen wäre die Kernenergie dann auch nur temporär eine Alternative. Und was soll dann kommen, nicht? Das ist dann die Frage. Und dann redet man über die Kernfusion, ja. Die ist noch unsicherer, wird noch teurer sein von der Technologie. Und wenn wir noch 30 Jahre auf die Kernfusion warten, dann ist das Klima auch komplett ruiniert. Ich glaube, da nützt uns allen einfach die Zeit im Nacken. Ja. Und letztlich ist es halt auch eine Geldfrage und ich glaube Sie haben es ja gerade erklärt, für alle, die sagen, das wird sowieso schon alles so teuer, dann sollte man doch die Technologie nehmen, die wir haben. Und die Technologie nicht auf neue Kernkraftwerke setzen. Wir sehen gerade die Preise und jedes Mal, wenn ein neues Kernkraftwerk in Europa geplant wird oder sind auch zwei im Bau, da explodieren ähnlich wie beim Berliner Flughafen die ganzen Preise für die Stromerzeugung. Also das ist mittlerweile erheblich teurer wie der Ausbau von Solar- und Windenergie. Und dann spricht eigentlich nichts mehr für die Kernenergie, außer irgendwie ja vielleicht alte Verbundenheit zu der Technologie oder weil man das einfach toll findet, weil als Physiker spielen möchte. Ja. Das ist ja auch alles in Ordnung, ist auch eine faszinierende Technologie, aber wenn ich die Risikokostenabwägung mache, dann ist es absolut absurd, in die Technologie reinzugehen. Herr Quaschning, zum Abschluss dieses Teils, jetzt ruft vielleicht doch noch heute Abend Frau Merkel oder Herr Altmaier bei Ihnen an und sagt, Herr Quaschning, kommen Sie doch bitte mal ganz dringend morgen vorbei. Morgen ist, was haben wir morgen, Dienstag? Donnerstag ist morgen und sagen, Sie haben jetzt mal drei Wünsche frei, um die Thema Energiewende und Klimaschutz in Deutschland so richtig voranzubringen. Was würden Sie denen dann auf den Tisch legen für Wünsche? Drei, ich bräuchte wahrscheinlich 100. Aber jetzt gibt es nur drei. Also das Wichtige wäre erstmal Ehrlichkeit. Also wir versprechen momentan das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens mit einem Klimaschutzpaket, mit dem es nicht einhalten kann. Wir zielen für den Ausbau erneuerbarer Energien oder Klimaschutzziele, mit denen es auch nicht einhalten kann. Und das ist natürlich relativ schwierig dann, wenn ich einfach nicht ehrlich bin und den Leuten einfach irgendwie das Blaue vom Himmel verspreche, dass man das hinkriegt. Bis hin auch Bayern zum Beispiel. Herr Söder will in Bayern keine Windräder bauen, aber verspricht, dass Bayern Vorreiter beim Klimaschutz wird. Wie soll das funktionieren? Also ich kann es nicht nachvollziehen. Der erste Punkt wäre ganz klar erstmal hier Ehrlichkeit, weil das ist die Voraussetzung, dass die Leute überhaupt bereit sind, die Veränderungen, die wir brauchen, mitzutragen. Der zweite Punkt wäre natürlich ganz klar der Ausbau erneuerbarer Energien. Wir haben derzeit 15% erneuerbare Energien. Wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, brauchen wir 100% und das in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Darf ich ganz kurz einhaken? 15%, ich lese immer, wir haben 40% erneuerbare Energien. Ja, wir müssen 40%, man muss immer differenzieren. Also es gibt auf der einen Seite ja die Stromversorgung. Im Strombereich haben wir gut 40%, dieses Jahr wahrscheinlich sogar ein Tick mehr. Aber es gibt ja noch die Bereiche Verkehr und also Treibstoffe und Wärme. Und beim Verkehr haben wir nur 5%, bei der Wärme gut 10% und dann im Mittel sind wir halt bei diesen 15%. Und wenn wir klimaneutral werden wollen, dann reicht es ja nicht nur, wenn wir die Stromversorgung klimaneutral machen, sondern wir müssen natürlich auch die Wärme und den Verkehr abdecken. Okay, also das nur nochmal zur Erläuterung. Ich
damit das alle auch nachvollziehen können, warum sie von 15% sprechen. Mhm. Also es geht um den Gesamtenergieverbrauch, Mobilität, ja. Wärme und alles, was dazu kommt. Genau. So, das war jetzt also der zweite Wunsch, verstärkter Ausbau der erneuerbaren Energien. Genau, und zwar wirklich in die Größenordnung, die wir brauchen, weil sonst brauchen wir gar nicht erst anfangen und irgendwelche Pillepalle-Maßnahmen zu beschließen. Ja, der dritte. Jetzt habe ich nur noch einen frei. Das ist immer so bei den Feen, nicht? Wir hatten also alle Wünsche schon aufgebraucht und bräuchte eigentlich noch viel mehr. Naja gut, da wir uns wahrscheinlich später auch noch über die Mobilität dann überlegen. Mobilität ist so eins der Themengebiete neben der Wärme. Das ist auch noch so. Das sind so die zwei großen. Deswegen bräuchte ich nochmal mindestens zwei Wünsche. Aber beim nächsten Video machen wir bei der Mobilität weiter. Und bei der Mobilität müssen wir einfach schauen. Ganz klar, wir müssen weg vom Benzin- und Dieselmotor. Also am besten einfach ein Verbot des Neubaus von Verbrennungsmotoren ab 2025. Und dann wird wahrscheinlich der Rest sich vielleicht dann regeln. Bessere Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs wird natürlich auch relativ gut, um die Anzahl der Autos zu reduzieren. Aber da müssen wir auf alle Fälle ran, weil seit 1990 hat sich im Bereich des Verkehrs überhaupt nichts getan bei dem Thema, bei den Einsparungen von CO2. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wo man rein ist. Herr Quaschning, da haben Sie natürlich jetzt eigentlich schon eine super Überleitung mir zugespielt für den zweiten Teil, in dem wir uns dann ein bisschen mehr über das Thema E-Mobilität unterhalten wollen. Ich fand aber jetzt die Ausführungen von Ihnen ganz, ganz toll. Vielen Dank für die schöne Zusammenfassung. Oh, dann würde ich sagen, sehen wir uns im zweiten Teil wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.